Opa hat immer Zeit. Morgens muss er sich nie beeilen. Er geht nämlich gar nicht mehr zur Arbeit. Oma sagt, Opa ist ein Vollpilz. Mama sagt, alter Gammler. Tante Helga nennt Opa einen Taugenichts. Oft liegt er einfach nur rum, meistens in der Sonne. Papa sagt, Opa ist eine faule Socke. Aber hallo, die kennen Opa ja gar nicht. Wir sind schon zusammen auf ganz viele Urlaube gegangen. Waren Wasserhüpfen am Strand. Opa hat mir alle Namen für Bergblumen beigebracht. Wie man richtig Boxauto fährt. Und er veranstaltet die beste Ostereiersuche. Für mich ist Opa die beste faule Socke der Welt. Ich will auch mal eine faule Socke sein.